Der Vortrag hat den Titel Angriffswelle, Unternehmenssicherheit neu gedacht. Und hier kriegen wir unter anderem Sicherheitstipps, die sich relativ schnell und günstig auch umsetzen lassen. Unser nächster Speaker ist Stefan Embacher von Foreos Blockchain Analytics. Sehr geehrte Damen und Herren, danke für die Ankündigung. Ich begrüße euch zu meinem Vortrag und zwar, ich möchte zu Beginn einmal mit einer Frage beginnen und zwar, wer von euch kennt den Unterschied zwischen IT-Security und Informationssicherheit? Bitte Hand hoch. Es sind nicht so viele im Publikum, aber das wird schon werden, weil auch mir ist es einmal so gegangen, dass ich überhaupt keine Ahnung gehabt habe, was passiert eigentlich in diesem ganzen Cyberraum. Der Unterschied zwischen IT-Security oder zwischen einem IT-Security-Spezialisten und Informationssicherheit ist einfach der, dass der IT-Security-Spezialist, der beschäftigt sich mit einem Verschlüsselungscode etc. etc. Und Informationssicherheit, das ist einfach ganzheitlich gedacht, auf das Unternehmen bezogen. Das heißt, also da wird schon mal überhaupt festgestellt, braucht das Unternehmen einen Zaun und so weiter und so fort. Also das beinhaltet das Ganze ganzheitlich. Der Titel Angriffswelle Unternehmenssicherheit neu gedacht ist jetzt für manche, kommt es natürlich jetzt so vor, dass wir vor einer Welle stehen, also dass da was Schlimmes auf uns zukommt. Ich will niemanden Angst machen, wir befinden uns bereits mittendrin statt nur dabei. Ich möchte ganz kurz zu Beginn einmal ein bisschen historisch das Ganze aufarbeiten, einfach, dass es ein bisschen mehr Verständnis über das Ganze in die breite Masse getragen wird, weil man hört immer wieder Begriffe wie Web 1, Web 2, Web 3 oder in Amerika spricht man auch schon von Web 5 etc. etc. Was bedeutet das überhaupt? 1990 war so ein bisschen der Beginn, da war die kommerzielle Nutzung dann möglich. Ich muss dazu sagen, ich bin 1990 geboren, also ich habe gar nichts mitgekriegt, wie das ganze Internet in die Wirtschaft implementiert worden ist. Also da sind sicher bessere Experten im Publikum, wie das damals zur damaligen Zeit war. Natürlich war es damals auch so, dass sicher viele gesagt haben, das wird sich nicht durchsetzen, das wird man nicht brauchen und so weiter. Aber wie man gesehen hat in Corona-Zeiten, da ist das einfach so explodiert, die ganze Digitalisierung oder das ganze Digitale, das hat uns eigentlich das Überleben oder das hat viele Firmen das Überleben in Corona-Zeiten gesichert. Viele Firmen sind natürlich sehr stark gewachsen durch diesen Digitalisierungsschritt. Viele haben es natürlich auch nicht überlebt. Wenn man dann auf 2005 schaut, da ist dann das ganze aufgepoppt mit Social Media, YouTube etc. Da wurde YouTube gegründet worden, Google Maps war auf einmal, also es hat Google Maps dann gegeben mit schlecht aufgelösten Bildern. Und da ist das Internet spätestens, da ist dann so wirklich greifbar worden für die meisten. Also da hat man dann gemerkt, das war der Übergang von Web 1, also Web 1 war nur Lesen eigentlich. Und da war dann also Anfang der 2000er, 2003, 4, 5 war dann so der Übergang in das Web 2. Das heißt, es war einfach kommunizieren übers Internet, selbst Beiträge gestalten etc. Und spätestens da ist natürlich auch die Wirtschaft aufgesprungen und hat da natürlich bestimmte Möglichkeiten gesehen. 2020 sind wir dann da mittendrin in Corona. Wir sind jetzt zurzeit bei dem Übergang von Web 2 in das Web 3. Ganz kurz zur Erklärung. Es ist unausweichlich, dass wir diesen Schritt setzen als Gesellschaft, als Unternehmen, auch wenn jetzt wieder, wie es damals 1990, das was ich gar nicht mitgekriegt habe noch, oder 2005, wie es damals schon war, viele sagen, das wird sich nicht durchsetzen. Bitcoin, was soll ich mit dem, es bringt sich alles nichts, das ganze Metaverse, es ist einfach ungreifbar. Wir sind jetzt 2020 bei dem Übergang in das Web 3 eigentlich da, wo wir 1998 beim Internet waren. Und es war damals schon unaufhaltbar, und es wird auch jetzt wieder unaufhaltbar sein, weil einfach für viele Firmen einfach bestimmte Möglichkeiten vorhanden sind durch diesen Digitalisierungsschritt, durch diesen nächsten, was einfach wirtschaftliche Vorteile beinhaltet, was einfach die Wirtschaft wiederum schneller macht und so weiter. Man darf bitte Digitalisierung nicht verwechseln, wie wir das in Mitteleuropa oft haben, dass schon ein Digitalisierungserfolg ist, wenn wir ein behördliches Dokument jetzt digital zeichnen können. Also das hat nicht sehr viel, also es ist natürlich Digitalisierung, aber hat eigentlich nicht so viel damit zu tun. Digitalisierung war das, was die letzten 20 Jahre stattgefunden hat mit Facebook, Instagram, das ganze YouTube, Kommunizieren etc. Amazon, das war alles Digitalisierung, aber nicht irgendein behördliches Dokument zeichnen.
Natürlich aktuelle Bedrohungen. Ich habe das in so einem Netzdiagramm aufgeschlüsselt, was bedroht jetzt Klein- und Mittelunternehmen oder auch Großunternehmen oder auch vielleicht sogar Einzelbetriebe, weil natürlich auch die diesen Hacker-Wahnsinn etc. ausgesetzt sind. Da ist natürlich einmal aktuell Hackerangriffe, Erpressung natürlich. Ich möchte da ganz kurz ein Beispiel bringen, wie es wir in der Firma bei uns bei Foreos haben. Wir haben immer wieder Anfragen. Jetzt haben wir gerade eine gehabt aus der Schweiz. Da ist ein Unternehmen dabei gefilmt worden, wie die Mitarbeiter Sicherheitsverletzungen auf einer Hebebühne gemacht haben. Die sind dabei gefilmt worden und das Unternehmen ist erpresst worden mit diesem Video. Ist mit horrenden Strafzahlungen verbunden in der Schweiz und so weiter. Aber natürlich auch diesen Bedrohungen ist eine Firma ausgesetzt. Und dementsprechend, da kommen wir aber dann später noch drauf zu, dementsprechend ist eben das ganzheitliche Denken von Sicherheit. Also nicht nur auf IT-Sicherheit bezogen, beziehungsweise die ganzheitliche Umsetzung von Konzepten ist IT-Sicherheit, ist Unternehmenssicherheit etc. Dann ist natürlich Spionage, es ist auch im ersten Vortrag schon gefallen, das Spionageproblem und so weiter. Natürlich in Zeiten von Corona betrifft es andere Branchengruppe, als wie in Zeiten von Russland-Ukraine zum Beispiel. Man muss immer generell in dieser ganzen Cybersecurity-Welt immer die ganze geopolitische Lage im Prinzip auch betrachten. Also es ist nicht so, dass irgendein IT-Security-Spezialist im Weltall herumfliegt und irgendwelche Cyber-Laserschwerter abwehrt oder so, sondern es geht um das, dass man die aktuellen Bedrohungen dieser Welt betrachtet, bewertet, welche Branchen sind dem ausgesetzt etc. Dann gibt es natürlich Krisen wie Corona, ich glaube, das braucht man nicht mehr weiter erläutern, und natürlich Sonstiges wie lokale Naturereignisse zum Beispiel, was vielleicht lokale Firmen kurzzeitig in Bedrohungen bringen kann, oder auch Blackout-Szenarien, lokale etc. Herausforderungen sind natürlich unter anderem einmal die Bewusstseinsbildung. Das heißt, ich kann die besten Sicherheitsmaßnahmen jetzt auf technischer Hinsicht implementiert haben. Ich habe da dann nur eine Grafik, was das besser darstellt. Aber ich kann die besten Sicherheitsmaßnahmen auf technischer Hinsicht implementiert haben, wenn der Mensch oder die Humanressource hinter diesem Gerät nicht funktioniert, / der Mitarbeiter, dann ist das alles umsonst, weil nämlich das ganzheitlich gedacht werden muss, wie schon angesprochen. Kosten sind natürlich ein Problem. Ich kann in der Cybersicherheit, ich kann in der Unternehmenssicherheit, ich kann das so gestalten mit Kosten von bis. Ich sehe es aber jetzt bei mir selber, bei meinem Startup, wir sind 20 Mitarbeiter, aber auch ich habe nicht unendlich an finanziellen Ressourcen, dass ich jetzt da technische Sicherheitsapplikationen und so, die was eine Menge an Geld kosten, natürlich jetzt einfüge. Dann muss ich, natürlich haben wir die gewissen Punkte auch, was man halt zwingend benötigt heutzutage, aber es ist eben auch wichtig, dass Mitarbeiter sensibilisiert werden etc. Aufklärungsquote ist ein massives Problem, weil natürlich die kriminellen Subjekte werden dadurch nur noch mehr befeuert, dass eben auf Firmen, auf KMUs etc. losgehen. Und natürlich Rechtsprechungen. Das Internet ist global vernetzt. Ich kann heute, wenn ich will, jetzt mit Indien kommunizieren oder mit jemandem in Mexiko. Fakt ist, die Rechtsprechung ist da ein Problem, weil wir haben hier in Österreich unsere Gesetze, und wenn mir jetzt jemand schröpft aus Südamerika oder aus Indien und so weiter, dann sind internationale Rechtsmittelgesuche, greifen da gar nicht so wirklich. Ist wieder natürlich dramatisch dargestellt, aber was schon ein Punkt ist, und vielleicht scheint da jetzt ein paar Wahnsinn, aber wir leben tatsächlich in einem Land, wo man glaubt, die regelmäßige Passwortänderung hat irgendwas mit Cybersecurity zu tun. Das ist leider so. Dann sind wir jetzt, wie ich die Geschichte schon angesprochen habe, mit dem Internet von 1990er weg, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir stehen jetzt erst ganz am Anfang. Also wenn man bei euch in der Firma schaut, die ganzen Zoom-Calls zum Beispiel, die haben sie in Corona etabliert. Es ist nach wie vor noch so, 3 Jahre nach Corona. Wenn man einen Zoom-Call in der Firma hat und es kommt und es ist der Fall, dass irgendjemand nicht in den Raum hereinkommt oder irgendein Problem hat mit seinem Link, dann ist das Ganze schon mysteriös, weil ohne dem war es kein richtiger Zoom-Call, ohne dass nicht irgendwer gerade im Tunnel fährt oder in den Raum nicht reinkommt etc. Dementsprechend stehen wir ganz am Anfang. Angriffsflächen, das ist jetzt wirklich auf eine Firma betrachtet, und da muss man wiederum sehen. Man muss in dieser Cyberwelt sehen oder in dem Unternehmensumfeld, muss man sehen, was macht die Einzelperson in der Freizeit.
was macht eine Rechtsanwaltskanzlei, was macht ein Großkonzern, das sind natürlich Unterschiede. Und das ist einfach in dem Diagramm aufgeschlüsselt, was Angriffsflächen sind. Und das ist wie ganz oben mit Social Media, alles, was auf Social Media preisgegeben wird, all diese Punkte werden verwendet für Social Engineering Attacken, wie es auch im ersten Vortrag schon angesprochen worden ist. Aber dass ihr eine richtige, zielgerichtete Social Engineering Attacke starten kann gegen eine Person, brauche ich die richtigen Informationen. Und die ziehe ich immer am besten aus Social Media raus, weil ich einfach da feststellen kann, was liked die Person, was hat diese Person für ihre Vorlieben, und dementsprechend kann ich auf eine zielgerichtete Social Engineering Attacke übergehen in Form von einem Phishing-Mail oder von einem Phishing-Anruf etc. Dann geht natürlich auch von Mitarbeitern, von internen Gefahren aus. Das heißt jetzt nicht, dass das bewusst herbeigeführt wird von Mitarbeitern. Das kann auch natürlich unbewusst sein im Zuge von so einer Social Engineering Attacke, kann aber auch natürlich bewusst sein. Das ist leider so, auch wenn das in Österreich für uns ungreifbar ist, aber Geheimdienste, was in China, Russland, was aus Nordkorea agieren und da wirkliche Hackergruppen gebildet haben in den letzten Jahren, die erkennen natürlich auf brüchige Personen zum Beispiel über. Man hat zum Beispiel vor ein paar Jahren gehört, dass ein Bundeswehroffizier Informationen an irgendeinen Geheimdienst verkauft hat. Da schaut man sich natürlich die Person an im Vorhinein und dann bringt man die in Abhängigkeiten etc. Und deswegen ist es auch der Fall, dass zum Beispiel interne Informationen für 15.000 Euro, also für einen Witzbetrag im Prinzip verkauft werden. Dann ist natürlich auch externer Problem. Das heißt jetzt einfach Lieferanten und so weiter, Dienstleister, Freelancer etc. Wie schon angesprochen, man muss es eben ganzheitlich sehen, man muss die Einzelperson sehen, was macht die in der Freizeit, die Einzelperson ist ein bisschen in Social Media vielleicht, stellt das eine oder andere mal was im Darknet, die Firma dort kommunizieren, irgendwas mit E-Mails, legt Dokumente ab, speichert Kundendaten und so weiter. Und dementsprechend muss man das Ganze eben ganzheitlich sehen, wie man da sieht. Habe ich das so aufgeschlüsselt, dass nur ein Viertel im Prinzip technische Maßnahmen abwehren, das heißt der Multifaktor-Authentifizierung, Firewall, Patches etc. Und das Ganze rundherum, wie Chatforen, Darknet, externe, interne Social Media, Social Engineering-Attacken, das ist fast ein größerer Bereich, der was aber immer wieder außer Acht gelassen wird, und Social Media findet sowieso überhaupt keine Bedeutung in der Unternehmenssicherheit. Und das sind einfach wichtige Punkte, die was vor eben jetzt beim Übergang von Web 2 auf Web 3 noch mehr umgesetzt werden müssen. Wahrscheinlichkeiten von Angriffsszenarien, es kommt natürlich immer darauf an, was für Präventivmaßnahmen habe ich, welchen Angriffsrisiko bin ich gerade ausgesetzt, in welcher geopolitischen Lage leben wir, ist gerade Corona, ist gerade Russland-Ukraine, das ist natürlich essentiell für einen Unternehmensschutz, dementsprechend ist das auch ein lebendiger Prozess. Also ich kann jetzt nicht sagen, im Jänner ist jetzt diese Maßnahmen um bis Dezember und alles gut, sondern ich muss mich an die dementsprechenden Situationen anpassen. Und das ist einfach essentiell. Und da reicht es nicht aus, dass man die besten technischen Maßnahmen eingeführt hat, sondern das beinhaltet auch, dass man brandaktuelle Informationen hat, was für eine aktuelle Gefahr ich als Unternehmen eben ausgesetzt bin. Das ist natürlich, welche Präventivmaßnahmen werden umgesetzt. Schulungen, da meine ich damit ist gemeint, also Mitarbeiterschulungen, die müssen regelmäßig geschult sein. Ich habe es vorher schon angesprochen, wir haben nicht endlos Ressourcen aus ein junges Unternehmen, aber auch ein Großkonzern hat natürlich nicht endlos Ressourcen oder auch kein KMU-Betrieb. Wie als Beispiel, ich mache zum Beispiel jeden Freitag, sende ich eine E-Mail aus, was noch umgesetzt werden muss am Arbeitsplatz. Eben Clean Desk Policy und so Geschichten. Das sind einfache Geschichten, was ich sofort umsetzen kann und was meine Sicherheit maßgeblich erhöht. Natürlich technische Parameter, es gibt auch gewisse Wahrscheinlichkeiten, wo eingebrochen werden kann. Wo aber diese kriminellen Subjekte, was eine Firma hacken oder eine Einzelperson erpressen oder Identitätsdiebstahl machen, die gehen heutzutage eigentlich meistens auf die Humanressource dahinter, weil das System viel schwieriger zum Hacken ist als wie die Person. Und das hat man in Corona-Zeiten gesehen, in Zeiten von Homeoffice, wo sich die Mitarbeiter einfach verlassen gefühlt haben, Unternehmen haben teilweise nicht richtig gewusst, wie man damit umgehen soll, wie man Kontakt hat zu den Mitarbeitern. Durch das ist das in Corona-Zeiten so explodiert, weil sich einfach Mitarbeiter sofort wertgeschätzt gefühlt haben, wenn sie so eine Social Engineering-Attacke ausgesetzt waren, zum Beispiel. Was ist notwendig, um bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten?
um das bestmöglich umzusetzen, ist einfach, ich brauche, wie schon angesprochen, technische Maßnahmen, ich muss die Humanressource schulen und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall ein lebendiger Prozess. Ich muss präventive Maßnahmen setzen, ich brauche aktive Maßnahmen im Schadensfall und was immer wieder ein großes Problem ist bei Hackerangriffen bei uns in Mitteleuropa, ist die Aufarbeitung. Meistens ist es dann so, dass die Firmen sagen, okay, jetzt ist alles vorbei, jetzt haben wir gezahlt, schauen wir, dass wir die Systeme wieder zum Gehen bringen und schnell, so schnell wie möglich wieder ins Tagesgeschäft übergehen. Tatsächlich ist aber die Aufarbeitung von so einem Hackerangriff das Wesentlichste, um die geeignetsten Präventivmaßnahmen in weiterer Folge einzuführen fürs Unternehmen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Im Anschluss stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung.